Hallo meine Lieben, heute a special guest, meine wundervolle Schwester Seda, I love you. Sie hat mir meinen ganzen Plan verdorben. Ich wollte ja eigentlich einen Look machen für Frühjahr. Oh, was kommt sie? Kommt sie mit gefärbten Haaren? Ja. Toll, sie war ja mal blond, ihr kennt das ja noch, aber naja. Klar. Das ist eine Vorschau für nächste Woche, das ist Frühlingslook, so wie ich das machen würde. Also so würde das circa bei mir aussehen. Und der Trend im Moment ist Pastelltöne und pinke Lippen, False Eyelashes und so weiter. Das darfst du den Zuschauern jetzt einmal zeigen, wie das aussieht. Schaut einfach mal. Genau, das ist sehr pastellig. Also hier ist das so ein bisschen pastelllila und unten ist es ein kleines bisschen pastellorange. Und wie ihr sehen könnt, die Lippen, pinky pinky, sehr gut. Oh mein Gott, ihr habt mich fertig gemacht mit euren Fragen zu diesen Schwestersalzen. Puh, ich poste den Link jetzt nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Ich glaube, hier. Wo ihr gucken könnt, welche Krankheiten und welche Salze und so weiter ihr dann nehmen müsst, für was. Bitte googelt das, bevor ihr mich fragt, weil ich muss es dann auch googeln und das ist dann nicht Sinn der Sache. Das ist sonst alles frisch. Gut, ich würde mal sagen, lass uns anfangen. Gehen die Lichtverhältnisse? Ich denke schon. Also, wir haben natürlich begonnen mit einer einem super frischen Teint. Wie ihr seht, sie ist noch mehr kalkgleich als ich. Nein, also, sie hat einen sehr hellen Teint und da habe ich einfach nur ein bisschen Rouge genommen. Und ganz leicht, wenn sie lächelt, lächel mal. Sehr gut, machst du das? Guck it. Das ist nur ein bisschen leicht rosé ist. So, dann fangen wir an mit einer Basis. MAC Paint, kennt ihr? Sieht aber auch schon mitgenommen aus. Das kommt jetzt. Nein! Ich habe was vergessen. Das wollte ich auch. Salak, hallo. Das wollte ich euch noch vorstellen, dieses Augenbrauenpuder von L&R. Es ist mein Favorite, das ist hammergeil. Passt auf. Ich nehme ja immer die dunkle Seite für meine Augenbrauen. Ihr seht ja, die sind relativ dunkel. Und bei meiner Schwester, sie war ja mal blond, ist diese Farbe einfach der Knüller. Passt mal auf, das eine Auge ist schon ein bisschen vorgemacht. Jetzt machen wir das andere Auge auch nochmal zusammen. Guck am besten da rein. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen den Unterschied gleich erkennen. Na, kennst du das, Seda? Ja. Ja? Ihr auch? Ja, was? Ich muss doch mit meinen Zuschauern hier reden. So. Gut, ne? Okay, das ist jetzt ein bisschen dunkler. Aber ihr könnt damit super eure Augenbrauen vervollständigen, wenn die nur ein bisschen lückenhaft sind. So, jetzt fangen wir an mit der Basis. Nochmal zu. Mhm. Ist auch mal schön, jemand anderen zu schminken. So, dann reibt ihr das schön ein in das Lid. Dann gibt's, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das war mal eine kleine Abfüllung von MAC, was sonst, eine kleine Abfüllung, so ein Pastelllila, das war von dieser Little Darlings Collection. Ich muss euch das raussuchen, ich weiß nicht, wie das heißt, ob es das überhaupt noch gibt, keine Ahnung. So, davon nehme ich ganz wenig, wir wollen ja den Fokus auf die Lippen legen, da. Ich muss euch gleich noch was erzählen. Ja, willst du jetzt hier was sagen oder was? Nee. Und zwar, das ist ein Geheimtipp. Ihr werdet sagen, ey, ist sie bescheuert oder so? Aber das hat wirklich funktioniert. Also, kurz bevor ich geheiratet habe, habe ich, also ich bin ein Mensch, der neigt gerne zu Herpes. Im Mundbereich. Das heißt, wenn ich aufgeregt bin oder sonstiges schlecht geträumt habe,
angespannt bin, dann kriege ich hier gerne mal Herpes. Ein Glück bis jetzt noch nicht gekommen. Wer einmal Herpes hat, kriegt immer Herpes. Natürlich scheiße, aber ist leider so. Es wird immer in deinem Rückenmark verbleiben. So, was habe ich gemacht? Ihr müsst, wenn ihr spürt, dass dieser Herpes kommt, man merkt, dass es kribbelt so ein bisschen, ihr müsst diesen Herpes anschreien. Es ist so. Ihr müsst sagen, ey Herpes, ich will dich nicht haben, lass mich in Ruhe, hau ab. Ja, schimpf mit ihm. Das ist psychisch bedingt. Schimpf mit denen, sag, ich kann euch jetzt nicht, oder beziehungsweise ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Das hatte ich vor meiner, ein Tag vor meiner Hochzeit war das. Ich hab den so fertig gemacht und er ist nie entstanden. Toll, ne? Das wollte ich nochmal sagen. So, das haben wir jetzt aufs Auge aufgetragen. Und jetzt habe ich einen Lidschatten selber gepresst, hier. Das Video kommt am Mittwoch. Und, oh nein, ich habe meinen Pinsel vergessen. Scheiße, jetzt sieht jemand Pyjama. Oh nein. Lauf. Hä? Lauf. Aber der ist von Hunke Müller, ja? So, also, das Video für dieses Lidschattenpressen kommt am Mittwoch, damit ihr wieder nicht ganz so lange warten müsst. Und dieses Orangige kommt jetzt nach unten. Jetzt flennen bitte nicht. Weil meine Schwester ist da ein bisschen sehr empfindlich. Na, geht's schon los? Geht's? Ja. Jetzt nehmen wir einen Kajal von MAC. Den trägst du bitte selber auf. Kriegst du es hin? Mach du. Ja, du heulst sie gleich wieder. So, der kommt in die Wasserlinie rein. Ganz leicht. Ich glaube, da muss ich aber einer zusammenreißen. Genau. So, eigentlich ist das Grundgerüst jetzt fertig. Ihr müsst jetzt nur noch die Wimpern tuschen. Das hat sie auf der Seite schon gemacht, damit ihr so einen leichten Ausdruck hat. Und das Beste ist der Lippenstift. Da hat sie einen von NYX Nummer 520 Pandora und der ist sehr pinkig. Pinkig lila. Den hat sie aufgetragen. Fokus auf die Lippen. Bei mir, wie ihr seht, Fokus auf die Augen. Auf die Lippen habe ich nur einen leichten Lipgloss. Ja. Wollen wir noch Wimpern tuschen? Nee, die habe ich vergessen. Nichts Neues. Ja. Das war unser Look. Frühjahrslook. Spring Look 2009, Trend, pastellig, pinkig, rosi. Ja. Das war's. Das war's eigentlich. Hast du noch was zu sagen? Nein. Hat sich schon wieder Salat gesagt, ey. Ich sag gar nicht. Irgendwas wollte ich noch loswerden. Ach ja. Mittwoch kommt das Pastellvideo. Und am Sonntag werden wir auf jeden Fall gemeinsam mal Haare färben. Das wird lustig. Ich habe mir was Neues geholt. Und zwar von L'Oreal Excel 10 oder so heißt es. Ich habe es schon mal ausprobiert. Also ich finde es genial. Und das werden wir am Sonntag gemeinsam machen. Freut euch drauf. Wir sehen uns dann Mittwoch wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss.